So, wir sind nochmal bei Statistik, Wiederholung für eine höhere Klasse. Ich beginne mal mit der Einführung aus Klasse 7. Es geht dann relativ schnell, was wir machen. Statistik ist letzten Endes, das Wort heißt vom Ursprung her, die Lehre des Staates. Also früher, wenn man sich an die Bibel erinnert, hieß das mal, und sie gingen, um sich schätzen zu lassen. Das heißt also nicht schätzen in Form von, wie siehst du aus, sondern gab damals schon Volkszählungen im biblischen Zeitalter. Ich mache es mal so: Statistik ist heute, nach heutigem Begriff, was war. Und dann gibt es noch das Wort Stochastik. Stochastik ist die Kunst des Erratens, frei übersetzt. Und das heißt letzten Endes, was wird sein? Das kann man mathematisch errechnen. Das habt ihr alle schon gehabt. Was wird sein? Ne? Zum Beispiel, ich frage mal ganz einfach, P von einem Ereignis ist gleich meinetwegen ein Zehntel. Dann sagt man Probability, ne? P, die Möglichkeit, also die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ereignis, wie es auch immer sein mag, eintritt, ist ein Zehntel oder ist 0,1 oder was weiß ich. Okay, also das mal kurz als Anfang nochmal zur Statistik. Da gab es so bestimmte Worte. Statistiker sind ja Zahlenmenschen und die fertigen dann eine sogenannte Urliste. Eine Urliste ist nichts weiter als wirklich tatsächlich so ein großes Blatt, wo lauter Zahlen dastehen und tralala und hopsasa und ganz viele, ganz viele, ganz viele. Das können Weiten sein beim Weitsprung, das können Wahlergebnisse sein und so weiter und so fort. Und die werten dann diese Urliste aus. Das heißt, diese Urliste, die schreiben die dann irgendwie zusammen. Nehmen wir mal an, es wurde gefragt in einer Klasse, wo bist du geboren? Und da kommt Wismar vor und dann machen wir einen Strich, noch einen Strich und noch einen Strich und noch einen Strich, da kommt noch einer. Ne, das ist die typische Strichzählweise. Man kreuzt durch, damit man eine Übersicht behält. Und dann kommt einer und sagt, ich bin auf Pöhl geboren. Aha, okay, macht man einen Strich. Der nächste, wieder Wismar. Der nächste ist meinetwegen in Prosecken geboren, ja. Ja. Und dann kommt wieder einer mit Wismar, dann kommt wieder einer mit Prosecken, dann kommt wieder einer mit Pöhl. Und dementsprechend macht man die Striche. Und dann kommt einer, der ist in Vietnam geboren. Und dann einer in der Ukraine, in Kiew sogar. Und dementsprechend kommen Striche zusammen. Und wieder ein Strich. Und dann fragen wir wieder einen. Und dann fragen wir wieder einen. Und hier fragen wir wieder einen. Und noch einen. Und hier wieder einen. Und hier wieder einen. Und wieder einen. Und wieder einen. Und die nächsten, die gefragt werden, kommen immer wieder. Und wieder hier. Und so weiter und so fort. Zählen wir mal ganz kurz zusammen, das wären 13, das wären 5, das sind 3, 2 und 2. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen Auswertung betrieben, denn diese Liste, wenn hier Wismar, Pöhl, Prosecken, Vietnam, Kiew und das alles durcheinander steht, lässt sich das schwerer auswerten. Erst recht, wenn das so, wie wir eben unregelmäßig mal hier einen Strich und da einen Strich gemacht haben, alles hingeschrieben haben. Das heißt, wir haben hier schon mal durch Strichliste und dann zusammenfassen, ne, die Summe gebildet, haben wir schon mal uns eine Übersicht geschaffen. Jetzt gibt das so eine Sache. Wenn wir das mit Zensuren machen würden, dann wäre gut und besser unser Kriterium der Auswertung. Aber kann ich jemanden deswegen einstufen und sagen, ey Alter, du bist auf Pöhl geboren, du musst ja doof sein? Das geht nicht. Wir können hier, in diesem Fall, können wir gar nichts machen. Wir können nicht sagen, das ist gut oder schlecht, sondern wir können von dieser Liste sagen, die meisten sind in Wismar geboren, es gibt auch einige in anderen Geburtsorten. Und da gibt es das Wort Modalwert. Das führe ich mal gleich dafür ein.